Linke ist angetreten für höhere Löhne und für eine gute Daseinsvorsorge, für Krankenhäuser, die Menschen gesund und nicht Profit machen, für einen Mietendeckel, für gute Bildung und Schulen. Wir erleben gerade eine tiefe soziale Krise mit dramatischen Preissteigerungen. Wir wissen, dass diese Themen vielen Menschen wichtig sind. Das haben wir auch in den zahlreichen Gesprächen erfahren, die wir geführt haben. Dennoch konnten wir am Ende zu wenige davon überzeugen, ihr Kreuz bei der Linken zu machen. Und deshalb, dieses Ergebnis ist natürlich enttäuschend für uns, dass es für uns in den Flächenländern im Westen kein einfaches Pflaster ist, das wissen wir. Aber die Linke in Niedersachsen hat trotz alledem wirklich einen engagierten Wahlkampf gemacht, auch mit Unterstützung der gesamten Partei. Das will ich explizit noch mal betonen, dass auch die Partei und die Fraktionsvorsitzenden den Wahlkampf mit aller Kraft unterstützt haben, dass viele aus anderen Landesverbänden nach Niedersachsen gefahren sind und viele Abgeordnete den Wahlkampf unterstützt haben. Dafür auch noch mal meinen herzlichen Dank an alle, die sich da eingebracht haben. Ja, es ist ein enttäuschendes Ergebnis in einer Situation, die für die Linke nicht einfach ist, in einer Situation, wo wir eine tiefe soziale Krise erleben, in der eine Opposition links von der Ampel, die nämlich Druck macht für soziale Gerechtigkeit, dort dringend nötig ist. Und wir haben im nächsten Jahr ganz sicher 3 Landtagswahlen. Möglicherweise kommt mit Berlin noch eine 4. hinzu. Wir haben Kommunalwahlen und wir werden uns gemeinsam mit den Ländern darauf vorbereiten. Darum wird es jetzt für uns gehen. Es braucht eine starke linke Opposition im Parlament, nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern. Und darum kämpfen wir und natürlich in den Bundesländern Berlin und Bremen auch, um so stark zu sein, dort die Regierung fortsetzen zu können. Ja, gerade in Zeiten wie diesen, wo so viele Menschen Existenzängste haben, wo viele nicht wissen, wie sie ihre Gaspreise bezahlen sollen oder ihre Miete. Gerade in diesen Zeiten fühlen wir uns verpflichtet und haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und in diesem Sinne werden wir uns auf die Wahlkämpfe im nächsten Jahr vorbereiten.